Na gut. Ich glaube, es geht los. Genau. Okay. Dann, ich hoffe, man kann mich hören. Herzlich willkommen zu Jetzt TV Live. Dann, sorry. Ich habe schon den ersten Dings gelesen. Okay, herzlich willkommen zu Jetzt TV Live. Und vielleicht ganz kurz, was wird passieren heute Abend? Ich mache eine kleine Einleitung zu dem, worum es hier geht im weitesten Sinn. Und dazu können gern dann Fragen über Chat gestellt werden. Ich weiß nicht, ob man sich einloggen muss oder einfach reinschreiben kann. Diese Veranstaltung oder diese Botschaft ist eine unpersönliche Botschaft. Das heißt, es ist keine spirituelle Botschaft. Denn das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist natürlicherweise stimmig und ganz, aber für niemanden. Und das ist dieser scheinbare Hinweis, der auch nur das ist, was scheinbar passiert. Dass auf der einen Seite das, was passiert, alles ist und stimmig und ganz, auf eine sehr gewöhnliche Weise, und dass es aber für niemand stattfindet, dass es keinen Erfahrenden gibt oder nichts, was erfährt, keine Erfahrende, keine getrennte Instanz, keinen Spirit, könnte man auch sagen, keinen Geist. Daher kommt natürlich diese ganze Idee von Spiritualität, dass in uns drin, in diesem Körper, es eine Art von Zentrum gibt, ein energetisches Zentrum, ein spirituelles Zentrum, das in einer spirituellen, geistigen, energetischen Welt lebt. Diese Welt wäre die Erfahrung, diese Erfahrungswelt. Das ist eigentlich die spirituelle Welt sozusagen. Wovon hier gesprochen wird, ist, dass dieses Zentrum keine Substanz hat. Dieses Zentrum gibt es gar nicht. Und die ganze Suche, die ganze scheinbare Suche, könnte man sagen, findet nur statt innerhalb dieser Illusion eines Zentrums, dass es mich gibt, dass hier etwas ist, das ich bin, das eine Selbsterfahrung macht und existiert. Da ist niemand. Dieses Zentrum hat keine Substanz. Das ist damit gemeint, wenn ich sage, da ist niemand. Und die natürliche Realität ist das, was scheinbar passiert. Es gibt kein Geheimnis hierin. Es gibt nichts zu finden. Es ist nichts Mystisches. Es gibt, ja, wie gesagt, kein Geheimnis. Es ist nichts verborgen. Die natürliche Realität ist alles, was scheinbar passiert, oder das, was scheinbar passiert ist, natürlicherweise alles. Niemand hat darin was verloren, niemand ist real auf der Suche, niemand wird ankommen. Das wäre alles Teil dieser Illusion, diese Eindrücke, was verloren zu haben und auf dem Weg zu sein und so weiter. Da ist einfach niemand. Das ist es. Es gibt keine Art von Realisation. Die Erfahrung einer Realisation bzw. die Hoffnung darauf ist Teil dieses Traums. Das ist es. Es wird niemals mehr werden. Okay. Okay, erster Kommentar oder Frage. Hi Andreas, ich dachte, dass bei mir die Suche abnehmen würde, aber ist eher wieder stärker geworden. Kann man wohl nichts machen. Ja. Genau. Da ist niemand.
Genau, nochmal Hallo an alle. Und frage, Hallo, da ist ein Jemand und ein Niemand in einer Beziehung. Okay. Das gibt es nicht wirklich, aber. Hallo Andreas, gibt es Heilung? Naja, Heilung von was? Schnupfen oder Kopfschmerzen oder hallo Andreas. Oh, zwei Fragen gleich. Krankheit ist auch was scheinbar passiert. Es ist nicht etwas. Und die nächste Frage, was ist mit sogenannten Krankheiten und ihren Symptomen? Ja, ist das was scheinbar passiert? Ist die natürliche Realität als das? Oder ist natürlicherweise sie selbst Krankheiten und Symptome? Gibt keine Antwort darauf. Wenn jemand da ist, kann scheinbar was gemacht werden. Ja, eben nicht wirklich. Eben nicht. Es ist vielleicht die Illusion, dass irgendwas gemacht werden kann. Aber auch das ist eben das, was scheinbar passiert. Und ist ungemacht. Alles ist ungemacht. Was sind wir dann? Dunkles Nichts wie im Schlaf? Nee, es gibt überhaupt keine Antwort darauf, weil es gibt nichts, was sich als anwesend erfährt oder als irgendwie seiend. Ja, bleibt unbeantwortet. Es ist eine Traumfrage. Was sind wir? Das, was fragt, hat keine Substanz. Hallo Andreas. Manche Leute sagen, es gibt Menschen ohne Seele und sind ganz schockiert darüber. Und hier freut man sich anscheinend, dass gar nichts existiert. Ist schon komisch. Oh ja, absolut, natürlich. Das Ich hängt einfach an dieser Seele, an dieser Illusion von einem Zentrum, dass da irgendwas in uns ist, was uns sein lässt, was uns ich sein lässt und wertvoll und bedeutend. Und eine Idee ist natürlich diese Seele, dass es so einen wahren Kern in uns gibt. Ja. Würdest du dich trotz des non-dualen Bewusstseins auch als ganz Mensch bezeichnen? Ich muss ehrlich sagen, es gibt sowas nicht wie non-duales Bewusstsein. Also, das ist wirklich, ich weiß, es gibt manche Leute, die glauben, es gäbe sowas. Es gibt aber kein non-duales Bewusstsein. Und ja, Menschsein ist das, was scheinbar passiert, von mir aus. Aber jetzt so ganz Mensch, wow. Sagt mir jetzt auch nichts, wirklich. Gibt es keine Ursachen bei Krankheiten? Na, Krankheiten und deren Ursachen sind das, was scheinbar passiert. Es ist alles. Alles das Unbekannte, wenn man so will.
Okay, wer macht dann den Affentanz hier auf der Erde? Etwas muss dem Energie und Intelligenz verleihen. Nee, das verstehe ich nicht ganz. Es gibt ja diesen Affentanz und diese Erde gar nicht. Also, dass es eine reale Erde gibt, auf der real etwas passiert, ist natürlich Teil dieser Illusion, dieser Erfahrenswelt sozusagen. Gehst du davon aus, dass am anderen Ende scheinbar jemand sitzt? Nee. Oder ist dort wirklich nur Sitzen und Reden mit dem Bildschirm, ohne die Annahme, dass dieses Scheinbare hier bei mir auch passiert? Nee, es gibt überhaupt keine Erfahrung davon, dass etwas passiert. Das heißt, hier ist auch nichts, was sich so zurückzieht in den Moment oder sowas oder in das, worüber ich mir gewahr bin. Es gibt überhaupt kein Bewusstsein oder Gewahrsein davon, dass etwas passiert. Genau. Glück gehabt, dass es niemand gibt. Ja. Gibt dem Ausdruck verlorene Seelen eine ganz neue Bedeutung. Ja, das stimmt. Genau. In der Ich-Welt sind es wahrscheinlich Leute, Ichs, die vom Weg abgekommen sind und irgendwie im Dunkeln tapsen. Genau. Als ob man auf dem richtigen Weg sein könnte. Schön, dass du da bist und uns von dem Nicht-Dasein berichtest. Oh ja, es ist das, was scheinbar passiert. Wie geht man denn mit Schmerzen um, die ja eigentlich nicht existieren, sich aber dennoch so real anfühlen? Ja, es gibt keine Antwort darauf. Es gibt niemand, der real mit den Schmerzen umgehen kann, beziehungsweise das, was damit umgehen möchte, ist geträumt. Und scheinbar geht der Körper von ganz allein mit den Schmerzen um, und zwar so, wie er es eben macht. Ja. Aber wir erfahren jeden Tag das Scheinbare, solange wir nicht schlafen oder tot sind. Genau, solange diese Illusion läuft, fühlt es sich so an, als ob man lebt, als ob da etwas ist, was durch den Tag sich schleppt. Ja. Genau, es gibt keine Antwort darauf. Wenn diese Illusion das ist, was scheinbar passiert, dann ist es das. Ist genauso blind, sage ich mal, wie alles andere auch. Frage, wie ist diese Illusion entstanden? Na, gar nicht wirklich. Ich meine, letztendlich ist die Illusion, dass es sowas gibt wie ein Ich oder dass es sowas gibt wie eine Illusion. Es gibt sowas nicht. Es ist niemals eine Illusion entstanden. Niemals, zu keiner Zeit. Wer oder was hat uns in diese Illusion gebracht? Naja, es gibt eben keine Illusion. Da ist niemand. Da ist nur in Anführungszeichen das, was scheinbar passiert. Okay, Frage. Wenn die Illusion wegfällt, wie du es nennst, warum soll man das nicht Realisation nennen? Ja, man kann es natürlich nennen, wie man mag, aber darin realisiert sich einfach nichts. Es kommt keine neue Realität zum Vorschein. Noch ist da jemand, der etwas realisiert oder verstanden hat oder angekommen ist. Insofern, findet da nicht so etwas statt wie Realisation. Mich erinnert das scheinbare Ich an eine Fata Morgana.
Das Leben ist die Wüste und man träumt sich Figuren und sich selbst hinein. Ja, wobei eine Fata Morgana natürlich immer noch etwas wäre, eine Spiegelung. Und die gibt es nicht. Was ist das dann, was hier läuft? Läuft irgendwas? Wer kriegt was mit? Da passiert nichts. Das ist nichts. Befreit das Erkennen der Nichtexistenz des getrennten Ichs auch das Nervensystem von seinen Begrenzungen und Konditionierungen? Wird Mensch lebendiger und freier, wenn in ihm das Ich als nicht real erkannt wird? Ja und nein, bis zu einem gewissen Grad scheint es so zu sein, zumindest in Zeit, in der Geschichte scheint es so zu sein. Ja. Befreiung ist nicht, dass das Ich als nicht real erkannt wird, es ist das Wegschmelzen dieser persönlichen Energie, könnte man sagen. Aus Sicht des Ich ist es der Tod, das Ende der eigenen Anwesenheit. Und ja, scheinbar entwickelt sich auch der Körper dann in Richtung Tod, sozusagen. Genau. Was ein völliges Loslassen ist. Ist es nicht zu langweilig, wenn es niemand ist? Ja, weiß keiner. Weshalb erleben wir denn dieses Nichts? Niemand erlebt etwas. Es gibt einfach nichts, was erlebt. Ist es wichtig, sich abzugrenzen? Wer oder was? Sollte das tun. Okay, was ist der Tod? Was passiert dann? Nichts. Genau wie jetzt. Das ist nichts. Das, was glaubt zu leben, das, was glaubt gewahr zu sein, das, was in dem Eindruck lebt, morgens aufgewacht zu sein, das hat keine Substanz. Und für dieses Leben findet auch die Idee von Tod statt. Beides ist geträumt. Diese Anwesenheit, dieses Gefühl der Anwesenheit und die Möglichkeit einer Abwesenheit. Frage: Der Körper entwickelt sich Richtung Tod? Ja, natürlich. Wo soll es sonst hingehen? Klar, natürlich. Okay, würdest du sagen, dass du nie wahrnimmst, sondern bist? Nee. Also auch im Alltag keinerlei Wahrnehmung da ist? Genau, also was scheinbar passiert, ist ein lebender Körper. Der geschieht allerdings für niemanden. Das heißt, es gibt kein Zentrum, kein Wahrnehmungszentrum. Genau. Und es gibt aber auch kein Gefühl zu sein. Also da ist einfach keine Erfahrung, auf irgendetwas Bestimmtes zu sein. Und letztlich nicht mal die Erfahrung zu sein. Da ist nichts. Und natürlich. Da ist niemand. Das ist Befreiung oder scheinbare Befreiung, wenn man so will. Wenn diese Illusion, dass da jemand ist, sich als das entpuppt, als völlig nicht existent. Wer träumt denn diesen Traum? Ja, niemand. Es gibt keinen Träumer. Wie soll ich dem Finanzamt erklären, dass da niemand ist?
als ob das Finanzamt jemand wäre. Der Traum ist sehr aufwendig. Man hat wirklich das Gefühl, man muss morgen wieder aufstehen und arbeiten, obwohl man das nicht will. Da hilft es auch nichts, dass nichts ist. Ja, aber morgens aufstehen und zur Arbeit zu gehen ist nichts. Es ist nichts Reales. Und es geschieht nicht für jemand. Und der einzigste Traum, die einzigste scheinbare Illusion ist die Annahme, dass da jemand ist. Ist diese gefühlte Annahme, dass es nicht gibt. Es gibt keinen Traum sonst. Ist niemand also eine künstliche Intelligenz oder ein Algorithmus? Nee, da ist einfach niemand. Es gibt kein getrenntes Gewahrsein. Nirgendwo. Weder im Tisch, noch im Bildschirm, noch im Körper. Es ist eine Illusion. Das, was zu sich selber sagt, aber mich gibt's doch, ich bin doch, ich erfahre mich doch, hat keine Substanz. Das ist alles. Das, was sich hier angesprochen fühlt, was ist das? Ist das Longing ein Teil des Verstandes? Ja, nicht des Verstandes. Suche, Longing, gehört zu diesem Erleben von Selbstgewahrsein. Das ist eins, das gehört zusammen. Warum lässt einen das Leben scheinbar immer wieder glauben, es wäre anders, als es wirklich ist? Naja, es ist nicht wirklich anders. Das ist ja das Spannende. Es gibt eben nur das, was scheinbar passiert. Und es gibt da keine Wahrheit oder keine wahrere Realität darin. Es gibt keine Täuschung. Ist die Energie des fehlenden Selbst schmerzhaft? Das Boom? Nee. Nee. Ich habe noch Wasser. Hallo Andreas, hier ist das scheinbare Ich ziemlich hartnäckig und da kann auch nichts gemacht werden, richtig? Wenn ich mir Fragen stelle, kommt in letzter Zeit immer keine Ahnung. Genau. Ja, es gibt niemand, der oder die etwas macht. Genau. Es gibt keine Antwort.
Die Ahnen sind auch ein Niemand, ungetrennt von allem und nichts. Ja, genau. Stimmt, ich habe vergessen, dass da nicht mal jemand ist, der getäuscht werden kann. Da bleibt gar nichts übrig, was man machen muss. Oh ja, und kann natürlich. War das irgendwann bei dir auch mal so? Ja, bestimmt. Ja, genau. Ich meine, auch die Suche bzw. die Illusion von Suche ist die natürliche Realität. Ist das, was scheinbar passiert und ist dann natürlicherweise sie selbst, die Suche. Es gibt keine Antwort. Diese ganze suchende Dynamik hat keine Substanz. Das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist ungemacht, unerfahren, es selbst. Normalerweise vergisst man, dass da niemand ist. Wahrscheinlich ist da niemand, der es sich merken kann oder muss. Oh, natürlich, klaro. Auch dass da niemand ist, ist natürlich unrealisiert. Also es gibt nicht so was wie eine Erfahrung davon, dass da niemand ist oder ein Verstehen, dass da niemand ist. Das ist völlig das Begreifen dieser Idee oder dieses Wiederholen dieser Idee ist absolut nutzlos. Diese ganze Botschaft ist nutzlos. Sind wir alle Hohlkörper? Schön, dass es das Nichts gibt. Oh, nee, ich habe nicht gesagt, dass es das Nichts gibt. Es gibt nichts. Du verweist ja immer auf das, was ist. Ja, ist es so, dass es reine Sein ohne die relative Existenz gar nicht gibt, weil es sich seiner selbst nicht bewusst ist? Naja, es gibt sowas nicht wie das reine Sein. Und ich nehme auch mal an, dass es das, was ist, sage ich gar nicht so oft. Das, was scheinbar passiert, ist relativ und total gleichzeitig. Es gibt aber keine absolute Ebene. Es gibt keine absolute Realität. Genauso wie es keine relative Realität gibt. Das ist eine Aufspaltung, die geträumt ist, die natürlich aus dem persönlichen Erleben kommt. Es gibt keine absolute Realität. Es heißt ja, dass wir Satchit-Ananda sind und nicht Sat. Das heißt, ohne Existenz müsste es mindestens diese drei in einem geben, oder? Nee, diese drei verpuffen. Satchit-Ananda beschreibt eine persönliche Erfahrung. Es ist die Gewahrseinserfahrung, die für ein paar Millisekunden lang reine Freude ist, bevor sie wieder langweilig wird. Satchitananda verpufft ins Nichts, ins Unbekannte. Diese Erfahrung von Satchitananda fällt zusammen ins Nichts und hinterlässt keine Spuren. Es ist der Tod. Befreiung ist der Tod dieser Illusion von Anwesenheit, auch der Tod dieser Illusion von Satchitananda.
Alles ein improvisiertes Theater für niemanden. Ja, wenn man so will. Naja, selbst wenn es nutzlos ist, zum Lächeln bringt mich das nichts. Warte mal. Niemand zu sein ist so entspannt. Das Ganze ist so abgefahren, da fällt einem jede Frage weg. Trotzdem hört sich das Zuhören irgendwie wie nach Hause kommen an. Naja, das ist das Gleiche. Natürlich, keine Fragen mehr, heißt das. Das ist ja die Überraschung, dass das, was passiert, völlig fraglos es selbst ist. Unzweifelhaft und fraglos es selbst. Diese ganze Suche ist einfach nutzlos und geträumt. Es ist ja alles eine Frage der Wahrnehmung. Wir Menschen nehmen Dinge unterschiedlich anders wahr. Ist das, was du sagst, von dir real erlebt? Na, es gibt mich nicht. Wovon hier gesprochen wird, ist natürlich die natürliche Realität. Aber es gibt kein Erleben davon. Und so gesehen ist es, wovon hier gesprochen wird, eben keine Frage der Wahrnehmung. Es ist auch nicht der Versuch einer Herangehensweise oder einer Sichtweise. Es gibt keine reale Sichtweise von irgendwas. Und wenn ich sage, da ist niemand, ist es nicht als eine weitere Sichtweise gemeint. Wer träumt den Traum? Es gibt keinen Träumer. Entschuldige, ich bin gerade erst dazugekommen. Was sagst du zu Tod und Trauer? Was soll ich dazu sagen? Was ist die Frage zu Tod und Trauer? Gibt keine Antwort darauf. Warum leiden wir? Nee, da ist niemand. Es gibt kein Leiden. Es gibt kein Ich, das leidet, oder kein Wir, das leidet. Schein Scheinleiden, Phantomschmerzen. Ich halt's nicht mehr aus, ist ein Phantomschmerz. Das Witzige ist, dass man nichts an der Suche ändern muss. Müsste man das, gäbe es ja wieder einen Grund zu suchen. Also fällt alles von selbst zusammen oder halt nicht. Ja, absolut sein. Absolut. Sorry. Könnte es eine Illusion sein, dass nichts existiert? Ja, aber dann gäbe es ja was. Dann gäbe es ja eine Erfahrung davon, dass nichts existiert. Aber dann gibt es ja wieder was. Nein, da ist nichts. Aber es ist nicht so, dass das jemand erfährt oder weiß oder kennt. Nabend. Genau, alles Leid für nichts. Oh ja, genau, alles Leid ist Scheinleid für nichts. Ja. Wenn ich sage, nichts existiert, das ist natürlich, könnte ein Missverständnis sein, könnte natürlich vielleicht verstanden werden, dass irgendein mystisches Nichts existiert oder sowas. Nein, natürlich nicht. Teleportation ist real. Ja, gut. Was auch immer. Es gibt keine Wahrheit.
Ist es nicht so, dass uns unsere falsch geglaubten Gedanken leiden lassen? Nee. Nö. Hast du schon mal deine Gehirnwellen gemessen? Nee, ich habe kein Gehirnwellenmesser im Schrank stehen. Sorry, habe ich noch nicht gemacht. Ich hoffe, es gäbe keine Auffälligkeiten, weil ich bin noch so, scheinbar bin ich noch so ein bisschen auf mein Gehirn angewiesen. Also, solange ich irgendwie noch Essen in diesen Mund führen möchte. Gut, offensichtlich findet ja etwas statt. Oh nein, natürlich nicht. Wir reden bzw. schreiben ja hier. Ja, aber das findet doch nicht statt. Und ob das eine Illusion ist, macht für mich keinen Unterschied. Genau, für das Ich hat eh keinen Zugang dazu, weil es ständig nur etwas erlebt. Natürlich. Aber diese Offensichtlichkeit ist natürlich geträumt. Also, das findet nicht statt, dieses Reden und Schreiben. Wenn die Stille oder das Nichts kausal oder non-kausal ist, dann bedeutet es auch, dass nur das Kausale wahrnehmen können. Laut deiner Aussage hat eigentlich alles keinen Sinn. Genau. Natürlich. Genau. Weil es alles schon nicht gibt. Genau. Natürlich. Nichts hat den Sinn. Da kann gar nichts wegfallen, oder? Wenn da was wegfallen könnte, wäre es ja da gewesen. Genau. Auch die Hoffnung auf ein Ende der Illusion ist geträumt. Ich habe scheinbar erkannt, dass ich nie war, aber scheinbar möchte der Verstand noch was verstehen. Natürlich, der Verstand sucht weiter, weil du etwas erkannt hast. Befreiung hat aber nichts mit Erkennen zu tun. Es ist im Endeffekt der Tod dessen, was erkennt. Es ist dieses Ich, was die ganze Zeit lebt in Gewahrsein, in Kennen, in Verstehen. Und das ist einfach geträumt. Das heißt, niemand kann real erkennen, dass da niemand ist. In welchem Schrank? Genau. Frage, also oder Kommentar. Also ist alles das eine unbekannte, unpersönliche, was ganz ist und niemals sich wirklich verändert, nur kann es keiner beschreiben, weil niemand da ist, es zu beschreiben. Genau. Und es gibt aber nicht sowas wie ein unpersönliches Ganzes, sondern das, was scheinbar passiert, ist unerfahren und stimmig und komplett. Genau. Aber es gibt hier dahinter keine absolute Realität oder keine versteckte Realität. Das heißt, vor diesem Bildschirm zu sitzen und diesem Talk zu folgen, ist unbekannt, unerfahren, ungreifbar, nicht kennbar. Einzig und allein die Illusion der Existenz, einzig und allein diese scheinbare Illusion der Ich bin hier und ich erfahre etwas Reales, hat dieses Gefühl der Realität. Und Befreiung ist, wenn sich dieses Erleben, das, was sich so real anfühlt aus Sicht des Ich, beziehungsweise aus Sicht des Ich die einzigste Realität ist, Existenz, wenn sich dieses Erleben als das entpuppt, was es ist, nicht existent, aber nicht für jemanden. Das Entpuppen davon, dass es nicht existiert, ist gleichzeitig der Tod davon, das Ende davon.
Wenn was geträumt ist, würde da ja auch ein Träumer sein. Nee, es gibt keinen Träumer. Nee. Und Traum ist natürlich eine Beschreibung für etwas, was unbekannt ist. Ist eine Schei ein scheinbarer Traum. Da ist nicht wirklich jemand, der träumt. Aber was scheinbar passiert ist, ach, dieser Anspruch, ich bin, ich existiere, ohne dass es jemals real wird, ohne dass da jemals real jemand ist. Daher kommt dieses Wort Traum. Aber es ist wirklich ein recht unnützes Füllwort. Man klammert sich an Sachen, die erscheinen, aber das ändert nichts daran, dass nichts passiert ist. Genau. Könnte man es so sagen? Und weil nichts passiert ist, bleiben alle Fragen unbeantwortet, weil da nichts ist? Ja, absolut. Ja. Du sagst manchmal, dass die Dinge, die passieren, gleichzeitig real und nicht real sind. Was meinst du mit real? Beziehungsweise, warum sollte man das nicht stattfinden nennen? Na, weil es eben gleichzeitig real und nicht real ist. Das heißt, real ist in dem Sinn kein Aspekt. Man kann real und irreal nicht auftrennen in zwei Aspekte. Und es gibt eben kein Erleben davon, dass etwas stattfindet oder dass das etwas ist, was stattfindet. Vielleicht kommt dieses Real und Irreal davon, dass es auch nichts negieren möchte oder nichts negieren möchte, dass nichts negiert wird. Das heißt, auf eine ganz witzige Art wird Sitzen vor einem Bildschirm nicht negiert oder es wird nicht behauptet, dass es eigentlich was anderes ist. Das ist nicht existierend. Aber es gibt natürlich keine Sprechverbote. Ich meine, du kannst ja alles sagen, was du willst. Es bleibt trotzdem leer. Fragst du dich nie, wie der ganze Quatsch hier eigentlich überhaupt sei? Nein, natürlich nicht, weil es gibt nicht den ganzen Quatsch hier. Dieser ganze Quatsch ist die natürliche Realität, die sich selber weder kennt noch sich selber in Frage stellen kann. Das ist es. Für mich ist es kein Quatsch. Es gibt kein für mich. Also die Erkenntnis in die Leere ist nicht nur die Leere, aber auch Fülle war da. Genau, wenn ich sage, dass es real und irreal, heißt es auch, es ist gleichzeitig leer und voll. Das, was passiert, ist alles und deshalb ist es leer. Es ist ohne Inhalt. Es ist nicht zwei und letztlich nicht mal eins. Es ist nicht mal eine Realität. Also ist das, was jetzt spricht und das, was das hört, das Gleiche? Die Frage und die Antwort sind das schon? Auch natürlich. Allerdings ist da eben nichts, was fragt und nichts, was hört. Ich meine jetzt nicht, das Gewahrsein ist das Gleiche oder sowas, weil diese Erfahrung von Fragen und diese Erfahrung von Antworten ist, da ist eben keine Erfahrung. Ist es einfach, alle Fragen mit nichts zu beantworten? Alles oder nichts lässt alles auf eine Karte setzen? Nee, es gibt keine Antwort. Das heißt, auch nichts ist keine Antwort. Die suchende Energie, die Fragen aus der suchenden Energie bleiben ewig oder zeitlos unbeantwortet. Alles oder nicht lässt alles auf eine Karte setzen? Nee, es ist einfach nur, das ist einfach nur das, was passiert oder das, was scheinbar passiert. Zeitlos, raumlos.
Das Ich ist ja auch nicht etwas. Also ist es einfach so, wie es ist. Ob mit Ich oder ohne. Unverstehbar da, nicht da. Genau. Genau. Selbst dieses Ich und Nicht-Ich ist keine Dualität. Diese Geschichte ist geträumt, weil dieser Eindruck, jemand zu sein, geträumt ist. Und wenn man sagt, der passiert, was natürlich eine Geschichte ist, dann natürlich auch für niemanden. Es ist eben kein Ich im Ich. Da gibt es keine Suche, auch wenn ein unangenehmes Gefühl erscheint und dann vielleicht Verwirrung oder so. Das erscheint halt so wie alles andere. Ja, genau. Was fühlst du gerade? Ruhe und Frieden? Nee, es gibt niemand, der in einem Zustand wäre. Genau. Heißt, ich fühle jetzt nichts Bestimmtes. Es gibt viele Planeten, die nicht begrünt sind. Die Erde, ja, okay. Gott träumt auch nicht? Nee, also es gibt, sorry, es gibt keinen Grund. Diese Liebe lässt nichts über vom Ich. Ja, genau. Ah, sorry. Wieso fühle ich mich von dieser Message so angezogen und gleichzeitig abgestoßen? Na gut, die Anziehung wäre vielleicht, weil wovon gesprochen wird, bedingungslose Liebe und Freiheit ist, und gleichzeitig abgestoßen, weil sie den Tod bedeutet. Den Tod dieser Illusion von Anwesenheit, von einer getrennten Existenz. Wir sind nicht einmal jemand gewesen. Ja, genau. Diese Trennung, dieses Ich-Sein ist nie real passieren. Stimmt das auch bei dir, dass die Stille nicht nur still ist, sondern hört man da einen Ton, ein Dröhnen und so weiter? Ist das so wahrnehmbar oder wie ist das bei dir? Danke. Nee, es gibt keinen Zustand, kein Erleben von irgendwas, also auch keine Stille. Hier ist jetzt, ich erlebe keine Stille hier. Da ist kein Ich. Also es dröhnt auch nichts. Manchmal scheinbar habe ich so ein Piepsen im Ohr. Aber das ist, genau. Nee. Ist schon alles ein Wunder? Ja, scheinbar. Es gibt überhaupt keine ongoing, es gibt keine Kontinuität, es gibt keine kontinuierliche Erfahrung von Stille, Glück, Frieden. Es gibt auch keine abgehackte Erfahrung, wo es mal still ist und mal laut und mal dieser Eindruck eines fortlaufenden Prozesses oder dieser Eindruck einer fortlaufenden Erfahrung, ob die jetzt ganz still ist oder ständig wechselt, ist geträumt. Alle Fragen sind verschwunden. Ja. Genau. Es gibt keine Fragen. Es braucht keine Antworten, aber es gibt eh keine Fragen.
Warum haben die größten Meister der letzten 100 Jahre gesagt, dass es das Selbst gibt? Manche sagen, es gibt das große Supreme, Quelle Gott. Gott ist für uns nicht verständlich. Ja, ne, da müssten wir die großen Meister fragen, aber kann man jetzt wohl nicht mehr. Genau, wenn es diese Botschaft hier war, dann war es einfach nur ein Füllwort. Wenn es ein persönliches Teaching war, was bei großen Meistern in der Regel der Fall ist, dann war es einfach die Hoffnung darauf, dass es sowas wie eine absolute Realität gibt. Eben Religion, eben Glaube an etwas. Was ist der Sinn des Lebens? Zu erkennen, dass nichts existiert. Nee, es gibt keinen Sinn. Es gibt kein Leben als solches. Daher gibt es auch keinen Sinn im Leben. Es geht um nichts. Es gibt nichts zu erreichen. In dieser Dichte ist klar, dass nur scheinbar etwas passiert für niemanden. Es gibt scheinbare noch viele andere Dichten, in denen das dann auch so läuft, oder haben die eine andere Wirklichkeit? Das verstehe ich nicht ganz, sorry. Dieses Nicht-Etwas, von dem du immer sprichst, ist schwer vorstellbar. Könnte man sagen, es ist wie ein Traum? Offensichtlich ist da etwas Geträumtes. Nach dem Aufwachen wird klar, keine Realität. Genau, also vielleicht nochmal, es gibt nicht sowas wie dieses Nicht-Etwas. Sitzen vor einem Bildschirm, diesem Talk hier zu folgen oder diesem Talk beizuwohnen, ist nicht etwas. Das ist keine Sache. Das ist eine völlig ungreifbare Realität, weil es letztlich überhaupt keine Realität hat. Es gibt hier hinter dem sozusagen keine absolute Realität. Es gibt da auch nicht sowas wie dieses Nicht-Etwas. Worüber hier berichtet wird, wovon hier berichtet wird, ist viel direkter. Das ist keine Sache. Das ist nicht etwas. Naja, aber etwas muss uns hier bewegen und eine Intelligenz, die alles so real erscheinen lässt. Beim Tod ist der Körper plötzlich starr. Nein, wieso muss es das geben? Aus diesem Ich-Erleben bleibt immer dieser Eindruck übrig. Aber da ist doch was. Irgendwas muss doch da sein. Das, was diese Behauptung aufstellt. Da ist niemand. Gab es denn die großen Meister überhaupt? Ist doch auch nur eine Geschichte, oder? Ja, natürlich. Das Ich liebt große Meister. Absolut. Vor allem groß müssen sie es. Große Meister liebt das Ich. So wie es auch, keine Ahnung, große Dichter mag oder große Heerführer oder genau, groß ist immer gut. Wahr ist gut, wahre Meister. Es gibt nichts zu tun. Diese Botschaft war klar verständlich. Genau, da ist niemand. Und diese Hoffnung, dass man durch Tun Erfüllung erreichen kann, kommt aus einer Illusion, nämlich dass es jemanden gibt, der oder die unerfüllt ist. Findest du es nicht sinnvoll, dass man scheinbar ein Leben lebt und auch genießt? Nö, nö. Ich meine, es ist eh das, was scheinbar passiert. Das muss jetzt nicht noch sinnvoll sein. Gut, das mit dem Genießen, wie auch immer. Okay, du als Körpermensch bist du wahrscheinlich schon der leere Gefäß, oder?
Aber gibt es doch also unterschiedliche Ebenen der Realisation, oder? Weil gibt es andere, auch ohne ich, Lehrer? Welcher? Okay, das geht irgendwann mal weiter, diese Frage bestimmt. Aber zum Beispiel die Stille hören. Na, scheinbar gibt's alles Mögliche, aber nichts davon ist real. Wobei ich hier ja auch nichts lehre. Aber gut. Ich finde es spannend, was du sagst. Gefühlt nimmst du das aus dem Bewusstsein der Stille wahr und aus dieser Wahrnehmung hast du recht. Aber die Maya ist existent, sonst könnten wir nicht erleben. Genau, es gibt kein reales Erleben. Und natürlich gibt es kein Bewusstsein der Stille, muss ich auch dazu sagen. Aber ist das reine Sein ohne einen Erlebenden die natürliche Realität, die immer da ist? Naja, es gibt keine Realität, die immer da ist. Das heißt, ich weiß, ich sage auch manchmal die natürliche Realität, aber das ist eigentlich blöd. Es ist eigentlich blöd, dass ich das sage. Das heißt, es gibt auch nicht sowas wie das reine Sein. Sitzen vor einem Bildschirm, diesem Talk zu folgen, ist es selbst. Es ist weder absolut noch relativ. Es ist auch nicht rein oder unrein in dem Sinn. Wenn ich schlafe und träume, geschieht der Traum ja in mir. Und wenn ich morgens aufwache, geht der Traum weiter, wenn er geglaubt wird. Richtig? Naja, der einzigste scheinbare Traum ist das Erleben, ein Ich zu sein. Das, was in der Traumphase glaubt zu erfahren und das, was den Eindruck hat, morgens aufzuwachen, das heißt, sich seiner selbst gewahr zu werden, das ist substanzlos. Es gibt sonst keinen Traum. Also vor einem Bildschirm zu sitzen, ist kein Traum. Es ist die unerlebte, natürliche Realität. Der einzigste Traum wäre, dass das für jemanden passiert und eine persönliche Erfahrung ist. Okay. Gestern und morgen ist nicht greifbar, nur die Erfahrung des Jetzt. Also ein selbstständiger Traum wie eine Seifenblase. Kaleidoskop, Licht, irgendwas. Genau, und wovon hier berichtet wird, ist auch, dass die Erfahrung im Jetzt geträumt ist. Es gibt jetzt und hier keine Erfahrung. Und das Licht, was hier ist, und Dunkelheit im Schlaf nur empfinden, das weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Okay, hier wird Stille so stark wahrgenommen. Erst gestern war es so präsent, als würde die Stille schreien. Gut, das war natürlich gestern jetzt. Vielleicht nimmst du es so wahr und andere nehmen es anders wahr, verschiedene Erleben. Genau, wenn es die Illusion von Erleben gibt, wird etwas erlebt. Und wovon hier gesprochen wird, ist, dass dieses Erleben, egal ob das dann Stille ist oder Gedanken oder irgendwas, dass dieses Erleben keine Realität hat. Ist aber auch Wurst, weil wenn bei dir scheinbar die Illusion eines Erlebenden stattfindet und die Illusion, dass Stille erfahren wird, dann okay, da ist nichts falsch dran. Das ist das, was scheinbar passiert, was niemals real wird und doch genau das ist, was es ist. Alles gut. Was verursacht Denken? Na, das Gehirn, würde ich sagen. Was unverursacht, das ist, was scheinbar passiert. Hast du Träume? Scheinbar, manchmal. Okay, Nisargadatta sagte, dass er nach dem Ableben seines Körpers in die Wonnen aller Wonnen eingehen wird. Entspricht das deinem Empfinden?
Natürlich, die Wonnen aller Wonnen ist nicht etwas, keine Erfahrung von etwas, nicht mal von Wonne. Genau. Es gibt keine Erfahrung von etwas. Und das ist bedingungslose Liebe und bedingungslose Freiheit, was nicht logisch ist. Weil natürlich weder bedingungslose Freiheit noch bedingungslose Liebe sich als solche erfahren. Ich frage mich nur, warum er da nach dem Ableben seines Körpers eintritt. Aber gut, eingetreten ist. Jetzt und hier ist eine Tat damit. Das ist nicht. Frage, vielleicht bist du ja nur ein Cyberbot in einer virtuellen Realität oder so, der den Sucher auch nur verarscht. Na, hier ist nichts Reales zumindest. Und der Sucher bleibt einfach hoffnungslos verloren, scheinbar in seinem Suchersein. Es gibt keine Hilfe. Alles scheint ja eine Ordnung zu haben. Wenn es keine Absicht gibt, gibt ja keinen Grund für sie. Ja. Man kann das Mysterium nennen, aber vielleicht gibt es ja eine Absicht, nur du weißt sie nicht. Ja, aber es gibt vor allem mich nicht. Und das Ich kann ewig darüber diskutieren oder philosophieren. Gibt es jetzt eine Absicht oder gibt es keine? Ist die Erde vielleicht doch eine Scheibe oder ein Viereck? Oder gibt es ein Ich oder gibt es kein Ich? Geht's irgendwo hin oder geht's nirgendwo hin? Das sind alles Fragen, die sich das Ich stellen kann. Und es bleibt philosophisch. Weil natürlich im Ich-Erleben ist alles, was denkbar ist, ist theoretisch auch möglich. Lässt sich nie wirklich das Gegenteil beweisen. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es so. Wenn diese Illusion, jemand zu sein, verpufft, verpufft das ganze, vorher hatten wir das schöne Wort Kaleidoskop, es verpufft das ganze Kaleidoskop an Möglichkeiten, wie es ist. Es ist nämlich gar nichts. Dieser Eindruck, dass etwas existiert und auf eine bestimmte Art und Weise sein kann, kommt aus dem persönlichen Erleben. Weil das Ich über sich selber sagt, ich bin auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich real und existent. Und ab da, wie gesagt, kann man sich ganz viel. Ist es so oder das ist Philosophie dann. Ist Raten, Tappen im Dunkeln. Und dann kann man natürlich glauben, was man will oder auch nicht. Manche Menschen sagen ja auch, dass die Menschen Beobachter sind. Beobachter ihrer Taten, Handlungen, ihrer Umgebung. Was meinst du dazu? Danke für deine unermüdlichen Talks. Ganz klasse. Dankeschön. Ja, der Beobachter ist auch das Ich. Das Ich erlebt sich auf zwei Arten sozusagen, beide in Ansätzen. Handelnder und Beobachter, Schöpfer und Erfahrender. Und beides ist geträumt. Das heißt beides, das ist das gleiche Ich. Das zeigt sich darin, dass in vielen spirituellen Traditionen die Hoffnung ist, wenn man das eine total ist, man dann erfüllt wird. Heißt, es gibt die Gruppe, die lehrt, alles schöpfen zu können, alles kreieren zu können, das heißt, der totale Schöpfer zu werden. Und dann gibt es die Gruppe an Leuten, die Erfüllung im reinen Beobachten suchen. Beides schafft keiner und beides ist geträumt. Heißt, es gibt weder einen Handelnden oder einen Schöpfer oder eine Schöpferin noch einen Beobachter, eine Beobachterin. Es fällt zusammen und hebt sich auf. Danke, Andreas, für alles und nichts. Bis zum nächsten Mal scheinbar. Danke. Ich würde gerne so mit meinen Arbeitskollegen reden. Ja, ob das schön wird, keine Ahnung. Kann man denn überhaupt von da ist nichts reden? Gibt es überhaupt dafür Worte?
Auch real und irreal sind nur Worte. Man lebt in so einem Traum, der ist unreal, aber das Jetzt ist real. Genau, es wird überhaupt nichts gesagt, weil dieses Sagen, da ist nichts, ist nicht. Wie gesagt, wovon hier gesprochen wird, ist sehr direkt. Es ist nicht das Reden über etwas. Das hier ist kein Konzept oder eine Philosophie oder ein Glaubenssystem, auch wenn das Ich das natürlich so verarbeitet auf irgendeine Art. Genau. Und es gibt kein Jetzt des Reales. Die natürliche Realität, beziehungsweise das, was scheinbar passiert, ist eine völlig blinde Realität. Es kennt sich nicht. Es gibt keine Erfahrung davon, wie es ist. Oder dass überhaupt etwas ist. Okay, alles, was erscheint, macht scheinbar keinen Sinn. Ja, weil gar nichts erscheint. Und wenn es doch sinnvoll zu sein scheint, hat bestimmt das scheinbare Ich seine Finger im Spiel. Nee, Scherz, das hätte es wohl gern. Okay. Also, ich war noch nie jemand, nur Leid war scheinbar da. Also sind wir nie geboren und werden nie sterben, da wir nicht existent sind. Ist das hier ein Film? Genau, da ist niemand. Dieser Eindruck, jetzt zu sein, geboren worden zu sein oder in Existenz gekommen zu sein, dieser Eindruck ist völlig substanzlos, ist geträumt. Fasziniert dich das nicht alles trotzdem, obwohl es so selbstverständlich ist? Keine Ahnung. Beides, ne? Ist eine absolut selbstverständliche Faszination für niemand. Es gibt niemand, der fasziniert ist. Und obwohl da niemand ist, der lebt, sozusagen, obwohl es kein getrenntes Ich gibt, ist es sehr total. Auch scheinbar. Hat diese Ich-Illusion für dich irgendeinen Vorteil oder anders gefragt, was spricht eigentlich dafür, in der Illusion zu bleiben? Das ist natürlich eine Frage in der Geschichte, aber aus meiner Sicht spricht da nichts dafür. Wie kann die Täuschung wegfallen? Gar nicht. Die Illusion ist, dass es eine Illusion gibt, beziehungsweise die Täuschung ist, dass es sowas gibt wie eine Täuschung. Es gibt keine Täuschung. Es ist nichts verborgen. Es gibt keine wahre Realität zu entdecken. Da ist nichts Wahres, Wirkliches. Wenn das erkannt ist, was hier beschrieben wird, scheint das, was sich als Leben zeigt, wesentlich direkter, unmittelbarer zu sein, wenn man überhaupt einen Vergleich stellen kann. Wer sollte das tun? Genau, ja. Meine, das ist die Überraschung, könnte man sagen, wenn diese Illusion verpufft oder wenn diese scheinbare Illusion verpufft, ohne Grund, dass das, was passiert, immer schon direkt und unmittelbar und total war und gleichzeitig leer und nutzlos und für niemand. Es gibt diese Trennung nicht. Dieses Ich-Erleben, dieses Gewahrsein, das sagt, mich gibt's aber auch noch und ich muss erfüllt werden. Ich muss irgendwie schaffen, dass ich ein erfülltes Gewahrsein werde. Das ist einfach nichts. Es bläst sich auf, scheinbar, als wäre es alles und ist absolut Seifenblase, nicht mal Seifenblase. Vorbei.
dieser ganze Traum von Ich und Gewahrsein und Unerfülltsein und Suche und Erfüllung finden und Suchen in der Welt und im Innern, in der inneren Welt, in der Erfahrungswelt, das ist alles wirklich für niemand. Nicht, weil nachher jemand besser dasteht, nicht, weil da jemand sein muss, der es dann geschafft hat und all diese Wertigkeiten, in denen das Ich lebt. Okay, ich bin von dem, was du sagst, zutiefst überzeugt. Yes. Ich finde es gut, dass du so konsequent bist. Auch wenn ich mehr hinter den Dingen sehe und es erlebt. Ja, gut. Das ist es. Das ist das, was scheinbar passiert. Wenn ich mir so wahnsinnig nervende Dinge, wie zum Beispiel die Grundsteuererklärung anschaue, fällt es mir aber wieder schwer zu glauben, dass das alles eine bedeutungslose Erscheinung ist. Dazu kommen mir zwei Sachen. Natürlich, solange da jemand ist, der sich das anschaut, wenn da jemand ist, der erfährt, dann wird es natürlich wieder hart. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, wer eine Grundsteuererklärung machen kann, dem geht es gar nicht so schlecht eigentlich. Kommt wahrscheinlich auf den Grund an, was da draufsteht. Na gut. Aber die Seifenblase fühlt sich eher wie ein dicker fühlt sich eher wie ein dicker Medizinball aus Leder an. Genau, das ist im Prinzip das scheinbare Dilemma der Person. Sich nur als real erfahren zu können, in Klammer, ohne es jemals zu sein. Aber genau, so fühlt es sich an. Mich gibt's, ich bin echt. Ich bin real getrennt, ich habe was verloren und ich muss Erfüllung finden. Irgendwie muss diese Welt, diese von mir erfahrene Welt schaffen, dass ich erfüllt werde. Irgendwie muss ich es schaffen, darin Erfüllung zu finden. Durch irgendwas, durch Geld, durch eine Familie, durch Reisen oder durch innere Erfahrungen, Einsichten, Weisheit, Verständnis, durch stille Wahrnehmen, durch irgendwas. Irgendwas muss mich erfüllen und meine Suche beenden. Und da ist einfach nichts. Da ist weder dieses Ich noch eine reale, inhaltsvolle Welt. Erfüllt sein ist. Nee, erfüllt sein ist da, nur eben ohne Ich-Ego-Präsenz. Die Spirituellen wollen das Ego immer loswerden. Ja, es gibt kein Ego. Und ja, das, was passiert, ist stimmig und ganz. Erfährt sich aber nicht als erfüllt. Braucht keiner. Okay. Wenn wir uns vorstellen, dass wir nach dem Tod alles loslassen, geht's ja auch. Da wird das hier auch bedeutungslos. Genau, dieses Leben ist geträumt. Und dass du falsch liegst, kommt nicht auch in Frage für dich? Ja, das ist natürlich schwierig, wenn man überhaupt nichts sagt, wenn man nichts glaubt, wenn man nicht mal ist, dann kann man auch weder richtig noch falsch liegen. Gibt kein richtig und falsch. Gibt keine Wahrheit. Ich bin nicht Vertreter einer Wahrheit. Alles ist das, was scheinbar passiert. Es wird nichts ausgeschlossen. Wovon hier berichtet wird oder gesprochen wird, hat nichts Ausschließendes. Ich meine, was sagen denn deine Hauptkritiker zu dir? Ich habe keine Ahnung. Ich rede ja nicht mehr. Ich rede ja nicht mehr mit Kritikern. Oder man könnte sagen, ich rede dauernd mit Kritikern, weil natürlich jede Frage hier versucht, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Insofern sagen das meine Hauptkritiker. Aber ich bin doch jemand, aber da ist doch was Reales.
Aber es gibt doch große Meister, keine Ahnung. Ich meine, schau doch mal, was einzelne Ichs hier zustande bringen. Ja, aber ich sehe kein Ich, das irgendwas zustande bringt. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wer bringt hier irgendwas zustande? Ich werde mal deine Bücher kaufen und studieren, weil ich es nicht ganz verstehe. Danke erstmal. Danke. Der alte scheinbare Andreas, hat der sich auch mal in anderen Bewusstseinszuständen als andere Person erlebt? Natürlich, als diese Illusion von Bewusstsein, von eines erfahrenen Bewusstseins stattgefunden hat, gab es natürlich ständig die Illusion von Bewusstseinszuständen. Klar. Da ist scheinbar, sorry, ich habe hier einfach etwas, da kann man nichts machen. Genau. Und aus diesem Ich-Erleben raus ist es die unumstößliche Realität. Man kann das Ich auch nicht vom Gegenteil überzeugen oder so. Das Ich ist nämlich die Erfahrung, etwas zu sein. Ich bin jetzt hier, da erfährt sich doch etwas. Das muss gar nicht mal gedanklich verarbeitet werden. Es ist einfach dieser Eindruck von Präsenz. Klar. Deshalb wird bei jeder Untersuchung, die von diesem Ich ausgeht, jede Untersuchung der Realität wird immer bei Realität ankommen. Dieses Leben ist geträumt. Von wem denn? Auch von niemandem. Niemand hat diesen Traum. Es gibt kein Ich im Traum. Ich ist der Traum, den niemand hat, in dem niemand gefangen ist, unter dem niemand leidet. Wenn du in den Spiegel schaust, was geht dir? Es ist nichts, was in den Spiegel schaut. Es gibt keine Erfahrung davon, in den Spiegel zu schauen und etwas Bestimmtes zu sehen. Es gibt kein Selbst, das sich erkennt. Scheinbar weiß der Körper, oh, das bin ja ich. Aber das ist unerfahren. Inwieweit hast du dich nach der Auflösung des Ichs in deinem Wesen Charakter verändert? Warst du schon immer so beneidenswert relaxed? Es gibt Leute, die behaupten das, ja, aber ich habe mich nie als relaxed erlebt, muss ich sagen. Als da jemand war, da war immer eher aus meiner Sicht Anspannung und Suche und Unsicherheit, mehr oder weniger natürlich. Und auch jetzt ist natürlich nichts da, was sich als relaxed erlebt. Inwiefern habe ich mich verändert? Ja, das ist immer schwer zu sagen, weil ich mich auf eine Art überhaupt nicht wirklich verändert habe, weil ich auf eine Art einfach immer noch oder nach wie vor der Andreas bin, der ich schon immer war. Oder Andreas ist einfach das, was scheinbar passiert. Und gleichzeitig ist natürlich diese Suche nicht mehr da und dieser Kampf oder diese Verzweiflung, die aus der suchenden Energie kommt.
nämlich dieser Versuch, das Leben, eben ganz platt gesagt, dieser Versuch, sich zu erfüllen, einfach nicht mehr da ist. Ja, sorry, besser kann ich es nicht. Wann hat diese Wahrnehmung bei dir begonnen? Gab es mal den Andreas in der Identifikation, zum Beispiel vor 20 Jahren, oder war das schon immer so? Also, nur mal als Geschichte, es hat hier keine Wahrnehmung begonnen. Das heißt, Befreiung ist nicht eine neue Wahrnehmung. Meine Geschichte, ganz platt gesagt, ich habe als Kind angefangen, mich als jemand zu erleben. Als junges Kind, wie die meisten Leute, ist das, was scheinbar passiert. Dann habe ich ungefähr 30 Jahre lang, gab es hier, sorry, ist alles eine Geschichte, ne? Gab es hier scheinbar 30 Jahre lang die Illusion, jemand zu sein. 15 Jahre davon, was man, keine Ahnung, erwachsen nennt oder Teenager oder sowas. Und dann ist diese Wahrnehmung davon, jemand zu sein oder etwas zu sein, zurückgefallen ins Nichts oder ins Nicht-Etwas oder wie auch immer. Genau. Aber da hat nichts Neues begonnen. Es gab keine neue Wahrnehmung in dem Sinn. Es war das Ende der Illusion einer Selbstwahrnehmung. Okay, ich finde die Aussage auch immer krass, dass einfach alles geschieht. Denn ich denke schon, dass man vorher bewusst einlenken kann. Wenn ich zum Beispiel ein Instrument übe und dann besser werde beim Spielen. Ja, ist alles das, was scheinbar passiert. Einschließlich des Eindrucks, dass du bist und eingreifen kannst. Das ist schon die ungetrennte Realität, die keinen tieferen Schöpfer hat. Wie meinst du das genau mit unerfahren? Das verstehe ich nicht. Kannst du das irgendwie anschaulicher erklären für jemanden, der noch identifiziert ist? Naja, insofern nicht wirklich, weil das das Einzigste ist, was sich das Ich nicht vorstellen kann, selbst nicht da zu sein. All das hier ist unerfahren. Die Pflanze hat keine Erfahrung davon, eine Pflanze zu sein, der an nichts hier erfährt sich selber. Und auch der Körper erfährt sich nicht selber, der lebende Körper erfährt sich nicht selber. Und dass hier etwas im Körper sitzt, das eine Erfahrung davon hat, zu sein, das hat keine Substanz. Das meine ich mit unerfahren. Es gibt nicht das, was passiert und etwas, das das erfährt. Okay. Wodurch wurde das Ende der Illusion bei dir ausgelöst? Naja, das Ende der Illusion hat letztendlich keinen Auslöser. Es ist das Ende, ja, die schmilzt einfach weg. Und ich sage gleich noch was dazu. Hattest du vorher Lehre oder bist du einer Erwachensphilosophie gefolgt, zum Beispiel Ramana Maharshi? Naja, ich war auf einem spirituellen Weg und habe da gesucht und bis ich dieser Botschaft begegnet bin, beziehungsweise das kann man so und so, wird ein bisschen in meine Geschichte gehen, die absolut keine Rolle spielt. Aber mir hat es auch jemand erzählt. Beziehungsweise mir hat es niemand erzählt. Ich war beim Toni. Es war das erste Mal, dass da niemand war, dass es keine Botschaft gab. Und gleichzeitig bin ich weggeschmolzen über 2 Jahre. Aber da wirklich Ursache und Wirkung reinzufummeln, naja. Wovon hier gesprochen wird, ist nicht lehrbar. Es ist nicht einleitbar. Es ist nicht lehrbar. Es ist nicht die Folge eines Prozesses. Es ist nicht
Der erfolgreiche Abschluss der Suche. Befreiung ist nicht der Sieg des Suchers. Es ist der Tod des Suchers. Und es bleibt niemand übrig. Okay, als Kind ist es bei mir schon mal passiert. Nur diese Liebe war da. Und als ich 30 wurde, dann mit 49. Wie siehst du das? Ja. Das ist das, was scheinbar passiert. Das ist das, was scheinbar passiert in den meisten Geschichten, dass es Löcher gibt im Erleben. Und dann geht das Ich-Erleben weiter, bis es wieder ein Loch gibt. Ja, das ist es. Hat es nach dem Ende der Illusion bei dir noch eine Vertiefung der Stille gegeben oder alles immer gleichbleibend? Weder noch, weil natürlich beides, Vertiefung oder Gleichbleiben, von einer fortwährenden Erfahrung ausgeht. Das, was passiert, ist weder, vertieft sich weder noch bleibt es immer gleich. Also weder noch. Okay, dein Buch Freiheit hat mich mega angesprochen. Würde mich riesig freuen, wenn du auch weiterhin Bücher schreiben würdest. Immer wieder gut, die Birne in dieses Wissen einzutauchen. Gut, also ich hoffe, dass dieses Jahr noch ein deutsches Buch erscheint. Es sieht gut aus. Es ist gerade beim Korrektur lesen und nochmal kleine Veränderungen vornehmen und so. Freut mich, das zu hören. Dennoch hat es etwas von Satsang. Es ist ja dennoch irgendwie schon eine Lehre, auch wenn es eigentlich keine Lehre ist. In mir passiert scheinbar was, während wir sprechen. Es wirkt etwas. Ja, scheinbar. Für niemand. Kannst du nicht einen exakten Punkt in deiner scheinbaren Geschichte rekonstruieren, wo dich diese Todeserfahrung dann komplett erwischt hat? Nein, kann ich nicht, weil es eben kein, weil der Tod, also hier in dieser Geschichte, ich hatte kein Ereignis. Das heißt, ich hatte ein langsames Wegschmelzen und der Tod eben keine Erfahrung ist. Leben ist eine Erfahrung, Anwesenheit ist eine Erfahrung. Der Tod wird nicht erfahren und Befreiung ist keine Erfahrung. Es ist das Ende der Illusion von Erfahrung und in meiner Geschichte gab es keinen Zeitpunkt. Es gab keinen Moment. Da war einfach niemand mehr da. Für niemand. Da war auch niemand, der sich dessen gewahr wurde. In diesem Sinn, es gibt keine Botschaft, es gibt keine Lehre, keinen Lehrer, keine Belehrung und niemand, der belehrt wird. Es gibt nur in Anführungszeichen das, was scheinbar passiert. Und es ist natürlicherweise stimmig und ganz und total und leer und bedeutungslos. Unerlebt, unerfahren, ungemacht ist das, was passiert, alles. Es gibt keine tiefere Realität. Es gibt keine oberflächliche Erfahrung und keine tiefere Realität. Es ist einfach nur das für niemand. Vielen Dank für den Talk. Ich wünsche noch einen schönen Abend und eine gute Zeit. Vielen Dank. Alles Liebe.